Der Jacobi-Park war früher einmal ein Friedhof, an den nur noch vereinzelt ein paar Grabsteine erinnern. Heute erstreckt sich hier eine herrliche Landschaft, die natürlich viele Besucher anzieht. Viele Besucher zieht es auch regelmäßig in die Fabrik nach Altona. Jeder denkt jetzt sicherlich gleich an Party und Konzerte, aber weit gefehlt. Man kann nicht nur anderen bei ihrer Kunst zusehen, man kann sich auch selbst kreativ betätigen. Musik, Partys, Konzerte. So kennen viele die Fabrik in Altona. Tagsüber verwandelt sich das Gebäude in ein Zentrum für offene Sozialarbeit. Unter anderem gibt es eine Töpferei, die seit Anfang an in der Fabrik besteht. Petra Schmidt, die seit 15 Jahren dabei ist, stellt uns die Werkstatt vor. Das ist eine feste Institution und das ist ein Teil der offenen Arbeit. Man kommt nicht hin und sagt, wir lernen heute, wie man Vasen aufbaut, sondern jeder kommt mit einem Thema, mit einem eigenen gewählten Thema. Und das finde ich immer ganz wichtig, diese individuelle Förderung. Das heißt, jeder hat von sich heraus einen Wunsch, was er machen will. Und offen heißt eben, es kann jeder kommen, unabhängig vom Geldbeutel. Wir haben hier einen sehr geringen Unkostenbeitrag. Und das ist eben auch der Ansatz der Fabrik, dass eben offen für alle, dass Leute aus allen Gesellschaftsschichten kommen können und wenn sie Lust haben zu töpfern, dass sie das dann eben auch tun können. Für die Besucher der Töpferei gibt es eine Vielfalt an Zielen. Nicht nur das Erlernen von keramischen Techniken steht im Vordergrund. Darüber hinaus passiert viel mehr. Also jeder ist beschäftigt, formt seinen Teil und redet, was ihm im Alltag passiert ist. Dadurch, dass hier sehr unterschiedliche Menschen kommen, ist der Gesprächsstoff sehr vielseitig. Und das Reden ist auch etwas sehr Wichtiges in der Töpferei. Kreativität heißt, aus Altem etwas Neues machen oder etwas Neues schöpfen. Und das ist ein Prozess, den kann man ja übertragen, das ist ja nicht nur im Ton so, sondern man kriegt hier vielleicht auch Denkanstöße fürs alltägliche Leben. Ja, es ist wichtig für mich, hierher zu kommen. Nicht alleine nur, um abends was zu schaffen, sondern auch, um ein Gespräch zu haben, um abzuschalten, um ja auch Neues aus dem Stadtteil zu erfahren und andere Leute zu treffen. Die Behörde für Kultur, Sport und Medien, von der die Fabrik finanzielle Unterstützung bekommt, fordert jetzt die Fabrik, bis zum Sommer 2011 auf einen neuen Geschäftsführer einzusetzen. Unter diesem soll die Arbeit wirtschaftlicher ausgerichtet werden. Ich gehe mal davon aus, dass Horst Dietrich, der jetzt der Leiter der Fabrik ist, natürlich ein Interesse hat, die Fabrik als Ganzes so zu erhalten, mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit und natürlich auch mit der Töpferei. Also wird er ganz sicher auch darauf achten, dass sein Nachfolger dieses Interesse auch weiterverfolgt. Töpfern ist etwas, was wir festgestellt haben, was eigentlich jeder kann. Als solches hat die Töpferei eben als Teil der Fabrik einen wichtigen Bezugspunkt hier für die Freizeitarbeit, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. Die Frage stellt sich nun, ob die geplante wirtschaftliche Ausrichtung zum Konzept der Töpferei passt.